Und weiter im Programm. Ah ja. Und wir sind zurückgelaufen, aber da müssen wir wohl auch lang. Und, ah gut, ein bisschen Leben abgezogen. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh Gott, die ganzen Feuersachen hier. Wir sollen raus, ne? Na, springen muss gelernt sein. Und jetzt müssen wir wieder oben rausgehen. Na, falsche Seite, richtige Seite und... blöder, umgedrehter Tisch. Die Schwarzdorns von Rifton gehören zu den einflussreichsten und bestvernetzten Clans von Himmelsrand. So ist es. Und draußen sind wir angekommen. Gehen hier durch die Runterfalllasttreppe. Und ach ja, wir müssen in die Diebesgilde. Was war das eben für ein Geräusch? Hier immer noch. Habe ich wohl Tinnitus oder so? Dass ich immer so ein komisches Piepen höre. Dieses... ich weiß nicht, was das jetzt war. Okay, eine Wache und eine zu Mara betende, glaube ich. Dass das eine Statue von Mara ist. Na, so, jetzt aber. In die Zisterne. Da stehen sie wieder, aber wir sollen jetzt mit Brynjolf reden. Wir haben die Stadt abgesucht und mit jedem Kontakt gesprochen. Mercer bleibt spurlos verschwunden. Hattet ihr mehr Glück? Ja. Er war zwar nicht da, aber ich habe diese Pläne gefunden. Bei Shaws Bart. Er ist hinter den Augen der Falmer her? Das war Gallos Projekt. Wenn er sie in die Hände bekommt, hat er ausgesorgt und wird für immer verschwinden. Dann müssen wir ihn aufhalten. Einverstanden. Er hat der Gilde alles genommen und sich eines der letzten großen Beutestücke schnappen zu wollen, ist eine Beleidigung. Ich habe mit Kalia gesprochen und sie für die Behandlung durch die Gilde entschädigt. Nun möchte sie mit uns beiden reden. Schnell, wir haben keine Zeit zu verlieren. Abgeschlossen. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Die Wiederherstellung der Dreieinigkeit. Höre Kalia zu. Ich verstehe es auch. Na los. Ich hoffe für euch, dass das nicht eine weitere Verschwendung meines Geldes ist. Jetzt nicht, Bürschchen. Kalia hat gesagt, es sei wichtig. Ja, ich höre zu. Brynjolf, es ist Zeit, über Mercers Schicksal zu urteilen. Bis ein Gildenmeister gewählt ist, kommt diese Entscheidung euch zu. Ja, und ich habe eine Entscheidung getroffen. Mercer Frey hat versucht, euch beide zu töten. Er hat die Gilde betrogen, Gallos ermordet und unsere Zukunft gefährdet. Er muss sterben. Wir müssen sehr vorsichtig sein, Brynjolf. Mercer ist eine Nachtigall, ein Agent von Nocturnal. Dann ist es alles wahr. Alles, was ich gehört habe. Die Nachtigallen, ihre Loyalität zu Nocturnal und das Dämmergrab. Ja, darum müssen wir uns bereithalten und Mercer auf Augenhöhe begegnen. Direkt außerhalb von Rifton, hinter dem Südosttor, führt ein schmaler Pfad den Berghang hinauf. Am Ende dieses Pfades befindet sich eine Lichtung mit einem alten stehenden Stein. Ich möchte euch beide bitten, mich dort zu treffen. Na gut. Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Muss ich das jetzt finden, ohne Pfeil? Ein schmaler Pfad. Na, jetzt komm. So, der schmale Pfad. Ich will jetzt Questlog. Nee, das ist Karte, aber jetzt können wir Questlog machen. Da, trifft Kalia beim Findling. Guck mal, jetzt kriegen wir sogar einen Pfeil. Gehen wir mal zu den Stellen.
Zentar ist der Gott der Arbeit und des Handels. Einer seiner Schreine befindet sich im Tempel der Göttlichen. In Einsamkeit. Okay. Dankeschön, wissen wir Bescheid. Mephala ist der dätrische Prinz der Lügen und sowas. Sollen wir in diese Richtung? Soll ich euch mitnehmen? Ich muss mal einmal gucken, wo liegt das denn? Aha. Gut, dann gehen wir einmal rum. Um die Stadtmauer. Und dann machen wir uns auf den Weg. Zu dem Findling. Da stand unten in im Untertitel Findling und sie hat nur alten großen Stein oder so gesagt. Also auch ist das unterschiedlich. Ach, da hätten wir auch rausgehen können. Aber das wäre zu einfach gewesen. Ne, da können wir keine Zutaten mitnehmen. Alter Weg. Schmal. Bist du alt und schmal? Irgendwie nicht, oder? Und da ist auch ein Drachenfelsen. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Zielort. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer frei zu besiegen. Was für ein Vorteil denn? Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Na gut. Dann folgen wir ihr. Bitte. Ach das. Wie ist die denn da hingekommen? Hast du das gesehen? Da hinten ist auch noch irgendwo ein Stein. Ein Nachtigallhalle. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich hänge. So, jetzt aber. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Okay. Die Nachtigallenhalle. Dies ist die Nachtigallenhalle. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Nachtigallenrüstung, jetzt bin ich aber gespannt. Nachtigallenrüstungstein. Nachtigallrüstung hinzugefügt. Und Waffen? Oder nur die Rüstung? Wie sieht die denn aus? Einmal Anschauung. Ah ja. Sieht man die kleinen leuchtenden Punkte unserer Augen. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Jetzt kommt er noch. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Wir sollten langsam loslegen. Aber... Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Keine Waffe. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Sie hat doch hier einen Bogen, der so ein bisschen anders aussieht. Das könnte doch ein Nachtigallenbogen sein. So sieht es aus. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Es geht.
Ihr scheint bereit für den Einsatz. Oh, ich darf die nicht ansprechen. Die in Ordnung. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Hinter diesem Tor tut ihr den ersten Schritt, um eine Nachtigall zu werden. Jetzt mal halblang. Die Rüstung ist in Ordnung, aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Und im Gegenzug müsst ihr im Leben wie im Tod als Wächter des Dämmergrabes dienen. Einen Haken gibt es immer, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Mercer frei bedeutet, bin ich dabei. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Ja, ich bin bereit. Die Bedingung nochmal. Indem ihr Nocturnal gegenüber euren Eid ablegt, geht ihr eine geschäftliche Vereinbarung ein. Euch werden all die Macht und das Wissen zuteil, das einer Nachtigall zusteht. Ihr könnt diese Kräfte nach eigenem Ermessen für eure Ziele oder die Ziele der Diebesgilde einsetzen. Und als Gegenleistung? Als Gegenleistung müsst ihr, wenn es nötig ist, das Dämmergrab und alles, was darin ist, verteidigen. Und was noch wichtiger ist, bei eurem Tod wird euer Geist als einer der Wächter an das Dämmergrab gebunden sein. Es gibt keinen Weg zurück. Sobald der Eid geleistet ist, sind die Bedingungen bindend. Nachdem ihr dies wisst, seid ihr bereit, die Zeremonie durchzuführen? Ja, ich bin bereit. Gut. Wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Du wiederholst dich, aber wir dürfen ihn nicht sprechen lassen. Das kann ich gerade nicht benutzen. So, ich muss das Headset einmal ein bisschen richten, so. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ja, ich will auch gar nicht mit dir reden. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da draußen. Wir sollten langsam loslegen. Da sollen wir rauf. Auf den Kreis. Na, schön mittig. Ah, ein Vor. So, links. Perfekt. Na. So. Jetzt stehen wir hier. Perfekt. Ich rufe euch, Lady Nocturnal, Königin der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache, wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren. Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Ah, okay, eine wirklich nette Frau, diese Nocturnal. Nun, da ihr den Eid geschworen habt,
ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Hat er noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Die Gilde sollte dieses Werkzeug in seinen Besitz bringen. Wir drei können ihn gemeinsam verwahren. Das klingt, als sollte ihn besser niemand besitzen. Wir drei könnten ihn gemeinsam verwahren. Das wird wohl leider nicht möglich sein. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Los geht's. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat.